Es ist schon der dritte Diss-Track gegen mich online gekommen. Und wir werden heute in diesem Video auf drei krasse Diss-Tracks gegen Clash Games, also mich, reagieren. Ich habe bisher nur Lappen und Eierkopf gehört. Und ich habe jetzt schon den ultimativen Diss an Lukas. Passt auf. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja Leute, ich habe heute ein etwas anderes Video für euch vorbereitet. Und zwar habe ich mir das Video hier ein kleines bisschen aufgehoben, bis noch ein paar mehr Videos online kommen. Und ja, ihr habt im Präintro richtig gehört. Inzwischen gibt es schon 3 Diss-Tracks gegen mich, also gegen meine Person Clash Games Brawl Stars. Und wir werden heute gemeinsam auf diese Diss-Tracks reagieren. Ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was passiert ist. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Deswegen schneidet euch an, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir mal bitte nach dem Video euren besten Diss gegen mich in die Kommentare. Wie würdet ihr mich dissen? Vielleicht werde ich dazu nochmal ein separates Video machen, wo ich die besten Disse von euch gegen mich einfach mal in einem Video vorstelle. Das heißt, ihr dürft nicht komplett fronten, von oben bis unten, ist komplett egal. Ihr dürft alles machen. Hauptsache das Ganze ist noch irgendwie jugendfrei, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß. Und noch eine ganz wichtige Info. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz die 10 Gewinner von den 15 Euro Brawl Pass Gewinnspiel. Ich habe euch alle auf Instagram kontaktiert. Und jetzt geht es los. Also Freunde, der erste Diss-Track hieß nicht direkt so quasi ein Diss-Track gegen mich, aber ich werde hier in diesem Brawl Stars Song gedisst. Und zwar ist der vom 25.04.2019. Okay, wir hören mal von ganz von Anfang an rein, würde ich sagen, in den Song. Junge, so ein Ehrenmann. Ich schwöre. Die Games auf Brawl Stars, weil ich finde es nice. Bruder, ey, welches Schwein sagt, dass es ein Schieß? Bro, es ist echt nice, ich spiel's auch jeden Tag. Bro, das ist mein Leben. Ich kann mir die anderen Games überhaupt nicht geben. Ihr kennt du schon, Bro, das ist gerade im Hype. Ja, Mann. Fortnite wird bombardiert, denn deine Mike wird heiß. Ja, Fortnite wird bombardiert, so sieht's aus. Ich bin jeden Tag Bro, das in Showdown wird rasiert. Und die, die schon down sind, wurde Ehre abkassiert. Durch bloß das Hashtag Games wieder mehr. Dicker! Jetzt geht's los. Hört nochmal genau hin, was er hier sagt. Durch bloß das Hashtag Games wieder mehr Klicks. In der Schreibe aus Geld und schon macht er überhandelt. Und bei so bloß auch das sich nennt. Digga, was ist das denn jetzt hier? Durch Brawl Stars hat Clash Games wieder mehr Klicks. Und Daniel, einfach ich spiele rosa vor allen anderen. Ist schon ein fieser Diss, aber ja, ich meine, im Endeffekt ist es positiv gemeint. Aber es gibt einen noch viel bekannteren Diss von einem sehr bekannten Brawl Stars YouTuber an mich in einem richtig bekannten Brawl Stars Song. Die Rede ist von dem Brawl Stars Song, Brawl Stars Song Legendär Lukas. Und wir hören nochmal rein, um welche Stelle es dort genau geht. Und der Bruce, die sind viel zu wild, weil sie im Solo-Showdown alle Teamer killen. Das ist Nita. Also bis hierhin ist der Song natürlich auf jeden Fall schon sehr, sehr fresh. Und ich Winnie the Pooh, du siehst schwarz nach meinen Ultimus. Komm bei mir vorbei, weil hier immer was abgeht. Wenn ich nicht zock, dann warte ich auch auf das Update. Update, Update. Doch egal, ich mach weiter. Treffe meine Ziele als ich Piper. Stimmung geht hoch wie die Bombe von deinem Mike. Ich lock mich ein und hab ne gute Zeit. Immer wenn ich zock, ist legendär. Gratis Mega Box ist legendär. Der Nita und Bruce sind legendär. Ja, also bis hierhin ist noch alles in Ordnung, bis hierhin ist alles noch in Ordnung, aber... Ich kenn kein Clash Games, ich kenne nur Ei. Was da los? Dein Kopf ist runder als ein Kreis.
Moment, wir müssen mal ganz kurz was analysieren. Leute, was seht ihr hier? Hier ist doch ganz klar eine Melone mit Augen. Da ist eine Melone mit Augen, die rappt. Eine rappende Melone mit Augen. Und ich habe jetzt schon den ultimativen Diss an Lukas. Passt auf. Ich habe euch ja in diesem Video hier gesagt, dass es einen richtig krassen Song von mir geben wird, wenn ich die 1 Million Abonnenten erreiche. Deswegen lasst alle mal ein kostenloses Abo da. Wenn ich die 1 Million Abonnenten erreiche, dann gibt es einen richtig heftigen Song von mir als Special. Und ich habe da auch schon nach Disses gegen Lukas gefragt. Und ihr seht dann hier gleich mal Wort für Wort eingeblendet einen richtig krassen Diss, den ich jetzt vielleicht schon mal spoilern kann, wenn der in den Song mit eingebaut wird. Und zwar ist der von Emre. Emre, Grüße gehen raus. Lukas, du bezahlst so viel Geld für irgendwelche Boxen. Hättest du das Geld in deine Bildung investiert, wärst du heute Geschäftsführer und müsstest nicht wie ein Kind zocken. Ich weiß nicht, ob Ali hier irgendwie so einen coolen Sound hintergetan hat, dass das Ganze ein bisschen episch klingt, aber da wurde die Melone ein bisschen hops genommen, ne? Aber gut, Freunde, wisst ja alles so Spaß beiseite. Aber wir kommen jetzt mal zu dem neuesten Diss-Track. Und zwar ist es auch ein aktiver Zuschauer von mir, und zwar der Prank Guys. Ich habe schon mal kurz in den Diss-Track reingehört, aber ihn noch nicht bis zum Ende geguckt. Er hat mir auch schon öfter im Livestream geschrieben, dass er einen Diss-Track gegen mich geschrieben hat. Deswegen nehmt es jetzt hier nicht zu ernst. Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein aktiver Zuschauer von mir ist, aber wir hören trotzdem mal rein. Let's go. Yeah. Du Eierkopf bist ein Lappen. Schau auf mein Brawl Stars Wappen. Yeah. Du bist ein Lappen, läufst nur in Schlappen. Deine Videos sind zum Kacken. Du bist ein Eierkopf. Ich werf dich easy in den Topf. Ich hab mehr Geld. Ich hab bisher nur Lappen und Eierkopf gehört, aber gut. Weil den Leuten mein Diss-Track mehr gefällt. Yeah. Yeah. Zieh dich warm an. Du siehst aus wie ein hässlicher Schwamm, yeah. Yeah, du bist am Arsch. Du siehst aus wie ein hässlicher Barsch, yeah. Ich zertrampel dich im Soldaten. Was macht er da eigentlich jetzt mit einem Hoodie in der Dusche und duscht sich ab? Datenmarsch, yeah. Yeah, deine Videos sind Clickbait und schlecht. Ich zerstör dich im 1v1 Fortnite-Gefecht, yeah. Yeah. Junge, was für Fortnite, Digga. Ja. Yeah. Du ziehst 8 Verbleibende aus einer Megabox, yeah. Ich ziehe 8-stellige Einnahmen aus meinem YouTube-Geschäft, yeah. Hä? Yeah, yeah, yeah. Schau auf meinen Schuh. Dein Bruder Max sieht aus wie eine Kuh, yeah. Digga, was soll das denn? Das ist ein bisschen, das geht ein bisschen zu weit, dass mein kleiner Bruder aussieht wie eine Kuh. Danke fürs Zusehen, lol. Ich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist und dass es halt ein funny Diss-Track hier sein soll. Ihr könnt, wie gesagt, gerne auch Diss-Tracks filmen und auf YouTube hochladen, genauso wie er hier, dann reagiere ich da gerne nochmal drauf. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dem Video. Alle Originallinks sind natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Checkt die Videos aus der Endcard aus und viel Spaß beim Dissen. Bis dann, haut rein und ciao, ciao. To follow, and you better believe it. Just take a bite.